Ja, Hammer. Eporif, das Lego der Meerwasser-Aquarianer. Ich freue mich mega. Und warum Lego? Das seht ihr nach einem kleinen Intro. Bis gleich. Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Einstieg in Riff-Aquaristik. Ja, im heutigen Video dreht sich alles wieder um das Eporif. Das Lego der Meerwasser-Aquarianer. Ja, aber warum jetzt schon wieder? Ist doch schon Gestein drin. Naja, ihr habt von meinem Super-GAU ja gehört. Und in meinem letzten Video, wie geht es mit meinem Meerwasser-Aquarium weiter, da hat mich jemand angeschrieben, und zwar der Norbert Dammers von Atoll Reef Deco, von dem ich das Gestein auch habe. Und der sagte, Mensch, Sven, das ist ja alles blöd gelaufen da und wenn du möchtest, würde ich dir ganz gerne neues Gestein spendieren. Ja, und da habe ich heute ein Paket bekommen von Atoll Reef Deco. Da freue ich mich mega drüber. Und ja, in diesem Paket waren diese kleinen Supersteine, sogenannte Brückensteine. Das sind die kleinsten Steine, die ihr anbietet. Gut, ausgenommen von der Höhle hier. Die ist halt noch einen kleinen Tick kleiner, aber wenn es um Äste geht, dann sind diese Brückensteine halt die kleinsten Steine, die ihr anzubieten habt. Denk mal, da wird es irgendwann auch noch eine größere Auswahl geben. Aber momentan sind diese Steine für meine Beckengröße perfekt. Und ich komme da sehr gut klar mit. Ja, und ich freue mich da mega drüber. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, Norbert, für diese tollen Steine. Ich freue mich da echt mega drüber. Ich hätte sonst mit denen hier wieder gestartet. Aber wer weiß, was da alles drauf ist. Ich hatte das Becken ja schon 2 Wochen laufen. Und vielleicht sind da auch schon ein paar Depots jetzt in dem Gestein drin. Oder zu viel Kalk noch drauf von dem KH und von daher finde ich schon cool, wieder mit neuen Gestein zu starten und freue mich auch, das hier wieder rauszunehmen und neu zu bauen. Bin mal gespannt, vielleicht verändere ich noch ein bisschen was. Ich habe jetzt anstatt 5 Steine, habe ich 6 Steine jetzt. Mal gucken, vielleicht verändere ich noch ein bisschen was. Mir ist nämlich beim letzten Mal auch aufgefallen, als ich das gebaut habe, dass die Einsiedler alle auf dem Boden lagen oder beziehungsweise auf dem Boden rumkrabbelten und nicht wirklich auf das Gestein raufkamen. Klar, irgendwann wächst dann die Rückwand zu und dann können sie da hochklettern, aber ich muss mir halt irgendwie was einfallen lassen. Jetzt hatte ich auch hier unten die Höhle, wo sie dann eventuell über die Höhle rübergehen können. Mal gucken, aber ich wollte ja trotzdem irgendwie dieses freischwebende Riff behalten und jetzt war die Idee, dass ich mit einem Brückenstein halt unter das Riff hinten am Ablaufschacht rangehe, sodass sie da dann eine Art Leiter haben, wo sie dann ins Riff können. Ja, das heißt aber auch, dass ich dieses Riff hier jetzt wieder auseinandernehmen muss. Und wir schauen einfach mal ganz kurz hier rein. Ja, das war ja mein Riffaufbau vorher. Und hier kleben auch noch die einzelnen Korallenkleber noch. Die sind auch echt steinhart, die halten echt gut hier drauf. Ja. Und wie man sieht, ist das Gestein halt ziemlich weiß geworden. Also sieht nicht mehr ganz so schön aus wie das neue Gestein. Ich kann ja mal einen Stein daneben holen. Wenn man den neu sieht, dann ist das schon ein ganz anderer Schnack. Ja, aber wenn wir mal übers Lego sprechen, hier ist halt echt cool, man kann die überall wie so ein Tetris-Stein jetzt hier mit reinsetzen. Also man kann es halt immer auch erweitern. Das finde ich halt irgendwie an diesen Steinen echt cool. Hier mal einen zwischensetzen. Ja, der war jetzt nicht so gut, aber so zum Beispiel. Also ich finde das Gestein mega, weil es halt echt, es ist einfach nur wie so ein Dreieck irgendwie aufgebaut, von innen glatt, aber irgendwie kann man die immer ineinander verschachteln, sodass die dann sich von alleine halten. Also der stößt jetzt hier nicht gegen, aber er hält jetzt von alleine und das finde ich halt mega an diesen Steinen. Und es ist halt keine Naturentnahme mehr. Das ist halt ein Sandgemisch mit Epoxid, daher auch der Name Eporif. Bisschen Farbe mit dazu und ich finde, das ist mega gelungen und ist halt nicht aus der Natur entnommen, bis auf der Sand. Aber ich denke mal, da haben wir genug von. Ja, warum Lego? Grundsätzlich muss man ja sagen, bringt so ein Riffaufbau immer tierisch Spaß am Anfang. Also mir persönlich macht es immer mega Spaß. Egal, ob man jetzt mit Totgestein, Lebendgestein oder künstlichem Gestein einen Riffaufbau baut, aber wenn man dann für seine Pfleglinge irgendwie ein neues Zuhause baut, finde ich, ist das immer was ganz Tolles und man kann sich schon vorstellen, wo die Fische sich dann später mal verstecken. Ja, und
das Lego der Meerwasseraquarianer nenne ich das hier, weil aus einem einfachen Stein kann man so viel machen. Egal, ob man die jetzt so aufeinander macht und hier dann noch den nächsten wieder reinhängt. Also es ist echt Wahnsinn und die Fantasie kennt hier keine Grenzen. Es ist zwar jetzt nur der Brückenstein, aber ich fand das so cool, wo ich den Riff auf Baba beim letzten Mal gemacht habe. Ich weiß nicht, kann man ja zum Beispiel mal so ein bisschen was machen. Hängen wir den hier mal hier hinten so rein. Dann nehmen wir den hier und setzen den hier so rein. Dann können wir hier hinten, also die verankern sich alle halt ziemlich ineinander. Und das finde ich halt ist echt was Cooles bei dem Gestein. Das könnte man hier oben noch einen reinsetzen. Also da hat man dann jetzt schon so ein kleines Konstrukt hier. Dann hier jetzt noch eins zwischensetzen. Also echt, das war jetzt mal so irgendwie sowas dahingestapelt, ne? So innerhalb von einer Minute, sag ich mal. Aber man kann halt echt viel machen. Und das finde ich halt mega bei dem Stein, weil es halt in diversen Formen sich überall verankert. Also ich kann ihn jetzt auch hier so rüberhängen, kann jetzt den nächsten wieder oben rüber machen und man kann es halt komplett verändern und ich habe halt dadurch diesen schwebenden Aufbau gemacht. Das werde ich auch wieder machen, also die Glassteine, die ich da beim Riffaufbau eingeklebt habe hinten, die werde ich wieder verwenden. Hatte erst überlegt, ob ich sie ein Stück höher mache noch, dass es noch ein bisschen weiter oben ist, aber man kann das auch alles verändern mit den Steinen. Also da werde ich mal gucken, wie das denn alles so klappt. Aber ich freue mich erstmal mega hier zu dem Gestein, dass ich wieder neues Gestein bekommen habe. Also ich hatte damals 150 Euro bezahlt und das jetzt wieder zu bezahlen, ja, ist natürlich auch immer eine Stange Geld, sag ich mal. Wobei ich das für so einen Riffaufbau halt auch nicht viel Geld finde. Also ist schon cool und man entnimmt halt wie gesagt nichts aus der Natur. Und das finde ich halt mega. Dass es wirklich ein künstliches Gestein ist und was zudem auch noch echt cool aussieht. Ja, falls ihr auch so ein Gestein haben wollt, also das haben mich viele angeschrieben, dann müsst ihr einfach mal auf die Internetseite gehen und dann seht ihr da auch die E-Mail-Adresse. Und dann schreibt ihr dem Norbert Dammers einfach mal eine E-Mail, was ihr für ein Aquarium habt. Und vielleicht habt ihr auch selber schon irgendwelche Vorstellungen, aber meistens ist es so, dass die halt mehrere Muster haben von Aquarien, wo sie dann schon etwa abschätzen können oder der Norbert speziell abschätzen können, was du so brauchst für diesen Riffaufbau. Du kannst natürlich in der E-Mail auch schreiben, wie du dir den Riffaufbau vorstellst, ob du was Schwebendes haben willst oder irgendwelche Türmchen oder irgendwelche Säulen. Also wie gesagt, die Fantasie kennt keine Grenzen in der Hinsicht und könnt auch anrufen. Wenn ihr Glück habt, geht er sogar ran und dann könnt ihr mal persönlich mit ihm sprechen, was ihr euch so vorstellt. Oder ihr bittet einfach um Rückruf. So wie ich Norbert jetzt verstanden habe, weiß er momentan nicht, wo oben und unten ist, weil die Nachfrage ziemlich groß ist nach diesem Stein, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ist echt ein tolles Gestein und ja, er ist ja auch schon mehrere Jahre dabei, hat ja auch nicht nur jetzt Meerwasseraquaristik, sondern auch Süßwasseraquaristik gemacht. Macht das auch schon seit knapp 30 Jahren, glaube ich, so wie ich das in dem Podcast gehört habe von Sangokai. Ja, aber in diesem Sinne, ich finde das Gestein mega und freue mich schon total, wenn es wieder losgeht. Also wie gesagt, ich warte noch auf Refactory, bis da was kommt, sodass ich mir meine Pumpen auch neu holen kann. Und dann wird das Becken wieder gestartet. Ich werde dann auch wieder ein Video machen von dem Riffaufbau. Also da werdet ihr auf jeden Fall dran teilhaben. Ich werde jetzt das alte Gestein rausnehmen. Das zeige ich euch nicht unbedingt. Wird vielleicht ein bisschen Action sein, das da rauszubrechen, aber ja, von dem neuen Riffaufbau werde ich euch dann wieder ein Video machen und dann schauen wir mal, wie denn der Start so wird. Ja, in diesem Sinne hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir gucken uns noch mal ganz kurz hier die Steine an. Also echt mega. Ein und derselbe Stein. 6 Stück davon ergeben dann ohne die Höhle dieses Konstrukt. Also echt mega. Vielen Dank nochmal, Norbert. Also freue mich da echt drüber. Ja, in diesem Sinne
Happy Reefing und bis zum nächsten Mal. Ciao.